Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin so dezent überbelichtet, weil draußen schönstes Sonnenschein gerade ist. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht. Ich muss jetzt nämlich Raphael wegbringen. Der ist gerade von der Schule nach Hause gekommen, ja, hat was gegessen und möchte jetzt mit Übernachtung zu seinem Kumpel René. Den habt ihr ja auch schon mal kennengelernt, als sie damals zusammen was gemacht haben, irgendwas Asiatisches. Ja, das heißt, wir tauschen heute mal ein bisschen, ne? Also Raphael geht weg und nachher, später am Nachmittag oder abends kommt Christians Kumpel Florian hierher. Ja, ich bringe gleich Raphael weg, dann fahre ich kurz noch zu Lidl tatsächlich noch einmal einkaufen. Das ist jetzt das dritte Mal diese Woche, aber wir haben ja jetzt ein langes Wochenende. Und auch wenn sonntags bei uns in Bevensen tatsächlich, ich glaube, Netto auf hat, Penny glaube ich auch, Netto aber auf jeden Fall hatte ich letzte Jahre gesehen. Kann sein, dass es sich geändert hat jetzt. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht unbedingt jetzt noch die Tage einkaufen gehen. Deswegen, ich brauche ein bisschen was noch Frisches. Ich habe keine Gurken mehr, keine Tomaten mehr. Dann brauche ich Wasser und irgendwas noch. Muss ich gleich noch fragen, ob die Bande noch was haben will. Vielleicht wollen wir auch die Tage grillen, ne, Schatz? Ja, das könnte man machen. Genau, dann hier ist gerade der reingekommen. Ein bisschen Grillzeug kaufen und so. Und ja, dementsprechend muss ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten holen und danach muss ich was kochen und backen. Denn ich habe ja euch erzählt, Florian hatte am Sonntag Geburtstag, der Junge ist 22 geworden. Und jetzt, ja. Vor allem, er lebt alleine in Jena, ne, ist ein Single und arbeitet auch viel, kocht dementsprechend nicht so viel für sich. Ja, wenn er dann hierher kommt, freut er sich umso mehr über selbstgekochtes, frisches, leckeres Essen. Also ich habe manchmal das Gefühl, er will hier nicht weg. Nicht, weil Christian und Isabel hier sind, sondern wegen meinem Essen. Hat er auch letztens gesagt, also das werde ich vermissen. Mehr als meine Freunde. Genau. Ja, und deswegen backe ich und koche ich nachher noch irgendwas, weiß aber noch nicht genau was. Ich lasse mich gleich auch im Laden inspirieren. Genau, ich zeige euch nachher, was ich gekauft habe. Viel wird es nicht sein, weil wir ja diese Woche schon so einen größeren, also zwei mittleren Einkäufe gemacht haben. Aber so ein paar Sachen brauchen wir. Ach ja, Dirk, geht's überhaupt nicht gut. Also. Ach, und das übertrieben hier. Naja, nicht besser, muss ich sagen. Also der, wenn er anfängt, Schmerztabletten zu nehmen, dann, also die letzten Tage hat er es nicht gemacht, heute hat er tatsächlich Schmerztabletten genommen, weil durch die Erkältung auch sein Kiefer jetzt ein bisschen mehr wehtut und so Mein weiter. Kiefer kann eigentlich das mehr durch den Kiefer kommt, dass er Oder da kann auch mehr. sein, ja. Auf jeden Fall. Aber positiv ist er nicht. Dafür ist aber der Mann von meiner Mama positiv. Ja, letzte Woche war es mein kleiner Neffe und die wohnen ja nicht zusammen, aber gleich auch doch zusammen, nur 50 Meter, ne, 100 vielleicht, ne, auseinander, die Wohnungen. Und der Kleine ist täglich bei Mama, ja. Jetzt ist Jürgen positiv, also das hört nicht auf. Und ich, ja, wir sind alle eigentlich der Überzeugung, dass die ganze Lockerungen, ja, zu früh waren. Das ist höchstwahrscheinlich bald, spätestens im Herbst, wieder Dicke kommt. Ja, meine Mutter wollte heute eigentlich oder sollte, also meine Familie, so ein paar Onkel und Tanten, sind runter nach Richtung Bielefeld zu einer Beerdigung. Von Mamas Cousine ist der Mann gestorben, aber meine Mutter haben sie nicht mitgenommen. Eben weil Jürgen positiv ist. Und ja, das will man natürlich nicht riskieren. Die sind alle schon älter. Und auch alle nicht gerade fit, und das ist dann doch riskant, wenn, ja. So sieht's aus. Okay, Rafi scharrt schon mit den Hufen. Ich mach mich vom Acker und wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Hallo. Lieben, hier ist Christian. Es ist sehr warm, man sieht es. Ne? Wir haben gerade, was haben wir hier? Hier auf der Nordseite 23 Grad. Vorhin war ich in der Sonne, ne, als ich unterwegs war, war ganz schön warm. Mein Auto hat, glaube ich, irgendwas mit 26 Grad angezeigt. Ja, ich bin wieder zurück, habe Raphael abgeliefert. Vorher waren wir kurz bei Lidl und dann war ich hinterher noch kurz bei Edeka. Oh, das Ich wird meine habe Wette. garantiert
22, sag mal. Ich habe garantiert was vergessen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas habe ich vergessen. Das ist immer typisch, Mama. Was ja. Immer irgendwas? Ich stand vorhin wirklich total planlos beim Edeka. Also wirklich wie bestellt und nicht abgeholt. Und habe mir das Hirn zermartert. Also irgendwas hast du vergessen. Irgendwas Wichtiges, was hattest du heute Vormittag noch im Kopf, was du jetzt höchstwahrscheinlich nicht hast. Das fällt mir garantiert irgendwann mal ein, aber dann sind die Geschäfte schon zu. Ist aber auch nicht so schlimm, ne? Ihr wisst, ich habe da so ein gewisses Talent für Improvisationen. Werde ich schon irgendwie überleben. Wie bestand ich da bei Edeka? Nicole ging vorbei und sagt, weißt du vielleicht, was ich haben wollte? Nö. Ja, Mist. Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Raphael hat mitgenommen, das hat er gleich mit bei René mitgenommen. Eine Packung so 10er Brezeln, diese Aufbackbrezeln, hat er jetzt eingepackt. Ich habe noch beim Edeka zweimal die hier, die hatten nur diese Sorte, leider. Also was für mich meine ich, die hatten haufenweise andere Sorten. Aber das, was ich mag oder wir mögen, nur die. Ja, bei Edeka habe ich noch den Pizzakäse mitgenommen. Und dreimal diese, ich habe die überall gesucht. Ich wollte nämlich Haselnusskerne gehobelt haben und nicht Mandelkerne. Und nirgends gesehen, nur jetzt hier bei Edeka. Auch auf Vorrat halt, ne, so drei Packungen. Und der Rest ist von Lidl. Bei Lidl habe ich Eier noch eine Packung mitgenommen. Ralfi hat sich vorhin nämlich Nudeln mit Eiern gebraten und einige verbraucht. Solche Tomätchen einfach mal so zum Snacken. Ich brauche nicht immer Chips oder sonst was. Mir reichen auch Tomaten. Dann eine Packung, die sind gerade richtig im Angebot. Erdbeeren. Ich will nämlich gleich Kuchen noch backen. Dann ist ja genau richtig jetzt die Zeit, wenn das so warm ist, einfach mal Gurke schneiden. Vielleicht ein bisschen Paprika, Kohlrabi oder sonst was. Und dann mit Surcreme oder Kräuterquark. Ich habe jetzt drei Gurken mitgenommen. Die gehen richtig schnell bei uns weg, deswegen jetzt so langes Wochenende, wird genau richtig sein. Im Angebot bei Lidl eine Avocado, mache ich meinen Dip und einmal ein Eisbergsalat, dann drei Bananen. Ich wollte, ja, hätte ich die bei Lidl lieber nicht gekauft, denn ich wollte eigentlich ziemlich grüne Bananen haben, hatten die bei Lidl aber irgendwie nur so schon etwas reifere. Aber beim Edeka hatten sie. Aber dann hatte ich ja die schon und habe gedacht, na gut, ist das jetzt dann halt so. Dann noch solche Tomaten, auch im Angebot, knackig und fruchtig, die Roma-Tomaten. Waren mir auch wichtig, dass ich die mitnehme. Erdbeermarmelade hat Raffi mitgenommen, der mag die am liebsten. Dann hat Raffi mitgenommen, er möchte nämlich, Kaffee mal ausprobieren. Also er hat schon Kaffee getrunken, er mag Kaffee, er ist ja schon fast 15. Wenn es nicht zu oft geschieht, so alle paar Wochen mal ein bisschen Kaffee, der haut auch so viel Milch rein, ist ihm erlaubt. Und dann hat er jetzt hier so ein Cappuccino mitgenommen mit Schoko-Schmackes. Ja, da eigentlich mehr Schoko und sonst was als Cappuccino drin meistens. Butter ist gerade im Angebot. Habe ich jetzt einmal zum Schmieren und einmal zum Backen mitgenommen, aber jeweils nur eine. Und dann eine Cremosano und ich koche gleich fürs Wochenende was. Dafür habe ich jetzt Hähnchenkeulen mitgenommen. Ich werde aber nicht alle benutzen. Ich werde Borscht kochen, aber ohne euch. Den habe ich schon euch so oft gezeigt. Einfach Suppen für Irina Borscht eingeben und ihr findet alle möglichen Varianten davon. Deswegen nehme ich dabei jetzt die Kamera nicht mit. Das geht, muss ich ehrlich sagen, schneller ohne Kamera. Ich koche gleich einfach Bursch und eben Hähnchenkeulen, weil es schneller geht als mit Rindersuppenfleisch. Dann bei Lidl im Angebot auch Eclairs. Das ist so ein Yummy-Immer und ich mag selber nicht unbedingt Brandteig herstellen. Deswegen kaufe ich auch sowas immer. Man müsste mal vielleicht ausprobieren. Ja, und dann habe ich Dirk ja vorhin gefragt, habt ihr gehört, wegen Grillen eventuell am Wochenende, habe ich drei Packungen Fleisch mitgenommen. Das sind Hähnchen, Minutenschnitzel, einmal Curry und zweimal Arizona. Genau, das werden wir dann irgendwann mal, vielleicht am Sonntag oder so, ein paar Würstchen noch und Salätchen und so weiter und dann werden wir grillen. Und ich habe ganz viel zu trinken mitgenommen. Wasser, 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 Wasser. Genau, Wasser in allen möglichen
Variationen mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, mit ganz wenig Kohlensäure und dann 9er Pack ist das ja mittlerweile nicht mehr 6er, sondern 9er bei Lidl. Diese ganz kleinen halber Liter für unterwegs, hat Raffi gesagt, nimm mit. Er braucht das zwischendurch mal eben für die Schule, nimmt er gerne mit. Genau, und er hat noch einmal 6er Volvic Eistee Pfirsich. Der mag das sehr gerne und es war gerade im Angebot, hat er dann auch noch eingepackt. Und eine Palette Miepfutter, also Katzenfutter, habe ich mitgenommen, weil wir letztens bei Kaufland keine gekauft haben. Und jetzt kommt langes Wochenende und ich habe, glaube ich, nur noch 6 Dosen da stehen gehabt. Also haben wir eine Palette, gleich 20 Stück nehmen wir mal, Katzenfutter. Genau, ich räume den Kram weg, trinke mal ein Tässchen Tee, ich brauche unbedingt eine kurze Pause. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, kochen und so weiter werde ich euch eventuell nicht zeigen, aber ich wollte noch einen Kuchen backen. Und da nehme ich euch mit. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt in der Küche hier wieder mal, ne? Stehe an der Bertha und habe ein Rezept gefunden, den ich auch fast komplett befolgen werde. Und zwar sowas. Ein Erdbeerkäsekuchen. Ich zeige euch einfach mal die Zutaten, damit ihr das dann auch abfotografieren, screenshoten oder was auch immer könnt. Das sind jetzt die Zutaten. Ja, und daraus basteln wir jetzt einfach mal einen Käsekuchen. Also Erdbeerkäsekuchen. Jetzt habe ich das Rezept weggewischt. So doof wie ich bin. Ja, genau. Ich habe schon das Ganze auch sogar abgewogen hier. Und jetzt werfen wir das ganz einfach zusammen und gucken, was da draus wird. Die Bertha. Und dann brauchen wir 75 Gramm Butter oder Margarine. 75 Gramm Zucker, genau, tatsächlich. Und ein Ei. Das kommt jetzt in den Teig rein. Und die ganze Geschichte fangen wir schon mal an zu rühren. Und dann habe ich hier noch 200 Gramm Mehl und ungefähr so 6 Gramm Backpulver. Es steht auf dem Rezept 4, aber ja, auf den Gramm genau kriege ich das nie hin. Deswegen ist das jetzt 6 Gramm geworden. Ich mache mal hier, damit die Butter mir besser verteilt wird, einfach mal schneller. Das funktioniert tatsächlich besser. Und dann geben wir einfach mal Mehl mit rein und hoffen, dass das jetzt wird, wie es sein soll. Und dann Backform. Ich habe jetzt diese etwas kleinere genommen. Da steht 26. Ich glaube, ich habe eine 24er. Ja, hier steht leider nichts drauf, sonst hätte ich es euch gesagt. Aber ich denke, das wird auch gehen. Erstmal den Teig verrühren und dann wechseln wir gleich auf die Seite. Das ist jetzt der Teig, die Backform. Und jetzt geben wir einfach den Teig in die Backform und verteilen es gut auf dem Boden. Ist nicht wirklich viel Teig, das ja, soll auch nicht ganz so viel sein. Einfach mal rauskratzen. Und Momento. Ich nehme mal Mehl zur Hilfe auf die Hand, damit es nicht ganz so doll klebt. Einfach mal gut verteilen. So, das haben wir jetzt. Ich nehme jetzt die Gabel und mache nur von oben, nicht ganz durchstechen. Ein paar Mal den Teig einstecken und das mal beiseite packen. Jetzt kümmern wir uns nämlich um die Füllung oder um die Creme, was auch immer das ist. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Quark, 500 Milliliter Milch, ein Ei, 175 Gramm Zucker oder Puderzucker, zwei Päckchen Vanillepudding. Im Rezept steht Erdbeerpudding, habe ich leider nicht. Dann habe ich den Saft von einer Zitrone, den gieße ich gleich durch einen kleinen Sieb, weil da ja Kerne drin sind.
und wir brauchen 40 Milliliter Öl. Und das Ganze muss einfach nur zusammengeschmissen werden. Also hier neben mir auf dem Herd brutzeln oder blubbern noch die Hähnchenkeulen für Borscht. Deswegen nicht wundern, ne, dass hier manchmal so ein bisschen Nebel ist. Ja, einfach alles zusammen verrühren. Das ist erstmal die nächste Mission. Die Milch, den Zucker, das Ei. Und hier ist der Zitronensaft durch einen Sieb rein. Jetzt 40 Milliliter. Ich habe hier den 30er Cup. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr als einen vollen. Also einmal voll und einmal ganz kleines bisschen, noch so ein paar Tröpfchen. Genau. Und ich verrühre jetzt erstmal das und dann kommt das Puddingpulver rein. Ich gucke mal nach, ob ich nichts vergessen habe. Der Belag. Ein Ei, Puddingpulver, Vanillezucker lasse ich weg, weil wir Puddingpulver Vanille haben. Zitrone, Öl, Quark, Milch, Puderzucker. Jo, alles da. Jetzt nur noch den Pudding rein. Ja, das ist jetzt der Belag. Und den gießen wir jetzt einfach mal in die Form rein. So. Und dann ist es euch überlassen, ob ihr Erdbeeren nehmt oder Blaubeeren, was auch immer, damit es fruchtiger ist. Das könnt ihr tatsächlich machen, wie ihr das wollt. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Erdbeeren, die habe ich jetzt gerade schon sauber gemacht, einfach mal so klein schneiden, ein bisschen und dann reinschmeißen. So, die Erdbeerchen habe ich jetzt geschnitten. Einfach so jetzt drinnen verteilen, wie man es so lustig ist, quasi wie viel auch. Und jetzt kommt diese Schönheit einfach mal in den Backofen. Umluft 160, 170 Grad, nicht Umluft, also Ober-Unterhitze 180 für eine Stunde. Und dann erstmal ein bisschen im Backofen auskühlen lassen. Also die Tür kann vielleicht aufgemacht werden, denke ich. Und bevor man es aus der Form rausnimmt, auch erstmal noch, gut auskühlen lassen, muss nicht ganz perfekt kalt sein, aber nicht im heißen oder sehr warmen Zustand rausholen. Genau, ich schmeiße das in den Backofen und überlege mir gerade, ob ich noch irgendwas backe, was kein Käsekuchen ist, kann ich mir noch überlegen. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. So, der Kuchen ist im Backofen und ich mache jetzt auf Wunsch von der Person, ne, der mag keinen Käsekuchen, mache ich jetzt einfach einen kleinen, aber wirklich einen kleinen Rührkuchen, auch mit Erdbeeren, aber halt Rührkuchen in kleinere Form. Ich muss nur noch gucken, welche, ob ich dafür so einen kleinen Kastenkuchen nehme oder runde, das weiß ich noch nicht. Vielleicht sogar Google-Form. Also ich weiß es noch nicht, ich gucke mir das gleich an. Auf jeden Fall, ich nehme sogar die Schüssel von vorhin, die habe ich nicht ausgewaschen, sind ja eigentlich die gleichen Zutaten. Mehr, deswegen passt das schon. Und ich habe hier abgewogen. Es sind fast genau 100 Gramm Butter. Gehört ja in einen Rührkuchen rein. Dann habe ich hier so 150, 160 Gramm Zucker. Hauen wir auch rein. Brauchen die Eier oder? Ich habe schon welche Schätze. Vanillezucker, ein Tütchen. Und wir fangen an, das Ganze zu verrühren. Die Butter ist wohlgemerkt weich, ne? Das habt ihr schon gesehen. Dann geben wir zwei Eier mit rein. Ich habe jetzt hier noch
Creme leicht. Davon weiß ich nicht wie viel. So einen halben Becher geben wir jetzt auf jeden Fall rein. Ich nehme jetzt diesen Löffel, weil ich keinen anderen mir geholt habe. Ja, und das ist eigentlich auch alles. Hier habe ich 220 Gramm ungefähr. Es kann sein, dass es zu viel ist. Dann gebe ich einfach ein bisschen mehr Milch oder Sahne rein. Das kann man dann auch gucken. Und ein Tütchen Backpulver. Genau, das ist jetzt alles hier drin. Ja, und jetzt die Mischung Mehl-Backpulver einfach rein. Und das ist garantiert zu viel Mehl jetzt. Ich habe das ja gerade mir alles so frei Schnauze mehr oder weniger ausgedacht. Oder auch nicht, doch nicht. Minimal tatsächlich einen ganz kleinen Schluck Milch gebe ich noch rein. Zack. Ja, so 20 Milliliter vielleicht. Damit der Teig etwas glatter ist. So, das ist jetzt der Teig. Es ist nicht so viel. Ist auch gewollt, dass es nicht so viel ist. Hier habe ich noch ein paar Erdbeeren. Also im Hintergrund wird gerade durchgesaugt. Nicht wundern. Jetzt mache ich die Erdbeeren einfach klein schneiden und in den Teig rein. Ist auch ganz euch überlassen, wie viele Erdbeeren ihr jetzt macht. Ne, also mehr oder weniger ist Geschmackssache. Vor allem, ich denke mir gerade den Kram wieder komplett aus. So. Und jetzt heben wir die einfach mal unter. Nicht mehr rühren oder sonst irgendwas, sondern einfach nur unter den Teig unterheben. Und dann nehme ich diese kleine, wirklich man sieht, ne, so meine Hand. Das ist eine kleine Kastenform. Man kann aber jede andere kleine Form nehmen. Und gebe einfach den Teig hier rein. Ja, rein, nicht daneben. So schaut's aus. Und jetzt wandert der Kuchen zu dem anderen dazu. Der andere ist jetzt, Moment, wo ist meine Tomate? Ich guck mal nach, wie lange der ist schon drin. Ja. Der ist doch schon eine Zeit lang drinnen. Oh, es ist warm. Weil ich die Hintertaschen noch irgendwie warm lasse. Ja, auf jeden Fall, der Kuchen wandert jetzt einfach auch mit rein in den Backofen. Und der braucht bestimmt so 30 Minuten, wenn es hochkommt. Ich zeige euch auf jeden Fall nachher, wie die beiden Kuchen fertig aussehen. Und kümmere mich jetzt erstmal um den Rest hier. Zum Abendessen gibt es heute Pizza, und zwar Bolognese-Pizza tatsächlich, denke ich mal. Habe ich mir so überlegt, ich habe nämlich noch Soße Bolognese von gestern übrig. Entweder klatsche ich die Soße einfach auf Pizzateig und dann Käse drauf, oder ich koche einfach noch ein paar Nudeln und wir haben wieder Nudeln Bolognese. Das überlege ich mir noch, aber ja, das lasse ich heute mal außerhalb der Kamera. Ich zeige euch nachher nur die Kuchen. So, ihr Lieben, ja, der Tag ist fast vorbei. Was haben wir jetzt? Wir haben schon nach 8 Uhr. Ich wollte euch nur noch kurz zeigen, die Ergebnisse, ne, also von meinen Backwerken heute. Das ist jetzt Erdbeer, upsala, fast runtergeflogen, Erdbeerkäsekuchen oder Käse-Erdbeerkuchen. Der ist sehr gut geworden. Ich habe jetzt nur von dem anderen Kuchen, also von dem hier, von dem Erdbeerrührkuchen, ein bisschen Puderzuckerguss übrig gehabt und habe einfach den Rand von dem Käsekuchen damit beschmiert. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Die Pizza, die wir gemacht haben, ne, das, unsere Resteverwertung, ist auch super lecker geworden. Wir haben extra jetzt noch für Florian ein paar Stückchen übrig gelassen. Ja, Haushalt habe ich heute so ein bisschen nebenbei erledigt. Die Kinder haben auch geholfen. Genau, das war jetzt der Freitag. Mehr passiert hier auch nicht. Ach so, wir haben Glasfaser. Das wurde freigeschaltet. Es ist super. Die Kinder sind aus dem Häuschen. Rafi, ja, aber eigentlich wollte ich zu René. Nee, ich war zu René.
Gut, ist er jetzt weg, aber sonst war wirklich kurz davor zu sagen, ich bleibe lieber zu Hause und nutze das bessere Internet. Naja, gut, hat er genug Möglichkeiten. Auf jeden Fall, Glasfaser ist da. Alle freuen sich, ich natürlich auch. Ich bin gespannt. Ich habe das ja noch nicht so genutzt, ne, weil beschäftigt die ganze Zeit. Das wird sich gleich zeigen, wenn ich das Video fertig gemacht habe und hochladen will. Kann euch ja nachher berichten, die nächsten Tage, in den nächsten Videos, wie das so ist. Genau. Und ja, ich werde jetzt einfach mal dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wie mag. Ich wünsche euch allen ein super schönes, langes Wochenende. Ne? Wir haben ja jetzt langes Wochenende. Ja, genießt die Tage. Ich habe gerade in den Nachrichten gesehen, unten in Deutschland gibt es Gewitter. Hier sieht es nach wunderbarem sonnigen Wetter aus. Werden wir ja sehen, was davon tatsächlich jetzt kommt. Wünsche ich euch natürlich auch. Ja, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.